Wunderschönen guten Morgen, ein neuer Tag ist angebrochen und bin noch ein bisschen müde, aber ansonsten, ja, es geht in den Holiday Park. Ja, geil, ich war noch nie da, ich freue mich schon, auch wenn es vielleicht nicht so aussieht, aber ich bin echt noch ein bisschen müde. Bist du eigentlich noch irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen scheiße. Oder Heuschnupfen. Egal, aber das Wetter, das, ja, Heuschnupfen, also Allergie halt, aber das Wetter spielt mit, ist super, super geil, ich freue mich schon. Er soll heute über 20 Grad werden und perfekt abgepasst. Ja, wir fahren gerade auf der Autobahn schon, also nicht wie gesagt schon zu Hause. Wir sind nicht bei Kevins Schwester. Von da aus ist der Holiday Park keine Stunde entfernt und deswegen, ja, geht's von hier aus gut. Ist angekommen. Es ist viel los, aber der Park soll nicht so groß sein. Dann ist das Kevin freut sich schon die ganze Zeit den Arsch ab, dass wir endlich hier sind. Ja, ich will diese Holi-Figur haben, diese Holi-Figur. Ich hoffe, dass es die noch gibt. Willst du die Figur haben? Die wird dir auch gefallen. Ach, okay. Und Bina und Ben sind auch hier und ja, wer ist noch da? Habe. Und ja, Uli, Uli TV ist auch da und meine Schwester kommt später auch noch. So, wir sind im Holiday Park angekommen, stehen gerade noch an der Kasse an. Aber ich muss sagen, das Gute ist, es gibt halt viele Kassen hier. Und deswegen top auf jeden Fall. Und der Eingang sieht auf jeden Fall schon mal richtig, richtig geil aus. Bin mal gespannt, wie es drin aussieht. Auf jeden Fall von außen top thematisiert. Wie zufällig hier getroffen. Biene! Nur die Biene alleine Biene ohne Biene. Allein. Ja, ist auch mal schön. Ja, ne? Auch mal Fata Marina alone on tour, ne? Ja. Ah, nee, okay. Hier auch. Nee. Weiß ich auch nicht mehr. Ja, wir sind im Holiday Park und wie man jetzt unschwer hören kann, man das sehen. Hier ist noch Heidi. Sieht aus wie ein Plopsa so ein bisschen, ne? Plopsa Co. und Plopsa Dekanne. Ja, das stimmt. Das ist Plopsa. Ich weiß, ja, aber ich meine, das ist an sich, also man erkennt den Stil so wieder. Wie mit Schokomel. Ja, so ähnlich wie Kakao. So, wir sind gerade, es ist das erste, was wir jetzt machen, ist Burgfalkenstein. Guck mal, hier, Biene ist gefesselt. Das erste, was wir machen, ist Burg Falkenstein der Dark Ride. Ja, sind mal gespannt, was uns erwartet. Ich würde sagen, die gehen vor und wir gehen hinterher, ne, falls man erschreckt wird. Verstören, ne? Also es war gut, aber verstörend. Es war, wie war's? Komisch. Verstörend, ein bisschen strange. Ja, war sehr verstörend. Ja, verstörend. Ich fand es gar nicht so scheiße, aber ich weiß irgendwie komisch. Ich fahre jetzt mit diesem Ding hier, das dreht sich so über Kopf. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ich bin echt mal gespannt. Man muss nicht über Kopf sein, haben mir gerade Ben und Kevin versichert. Ja, Skyfly heißt das. Dankeschön, Ben. Ja, und ja, bin gespannt, das kenne ich ja nicht. Ich habe noch nie auf sowas drauf, deswegen musst du das gemacht haben, um nachher zu sagen, nie wieder. Ich habe ja keinen Überschlag gemacht, weil ich ja sowas eh nicht mag. Aber Ben, Biene und Kevin haben es versucht und haben es beide nicht hingekriegt. Kevin hat es fast hingekriegt, aber es war irgendwie schwierig. Ja, war schwer. Genau, aber ja. So, wir gehen jetzt auf Sky Scream. Dafür musste der Superwirbel weichen. Es steht auch eine kleine Information noch dahinter. Auf jeden Fall ist das jetzt hier Sky Scream. Und es sieht auf jeden Fall ganz cool aus, wie die Kulisse und alles, oder? Würde ich mal sagen. Hat was von Helsing? Naja, fast.
Der Superwirbel war die erste moderne Achterbahn mit zweifachem Überschlag in Deutschland. Sie hat von 1979 bis 2013 hier im Holiday Park unzähligen Menschen Freude und Nervenkitzel bereitet und manch einem bestimmt noch ein wenig Angst gemacht. Sie war nicht die höchste und nicht die schnellste Achterbahn, aber sie ist ohne Wenn und Aber ein Stück deutsche Achterbahngeschichte. Ein Teil ihres signifikanten Doppelkorkenziehers soll hier an sie erinnern. Rest in peace, Superwirbel. Ja, wenn es auf Skyscreen lag, der Anfang war schon sehr erschreckend. Und auch die Q-Line ist sehr erschreckend gewesen, ja. Zwei Dinge haben wir uns echt erschreckt. Wir waren noch nicht mal live erschreckender da. Den Kaffee geholt. Es passt noch dabei. Wir sind gerade an so einem Beach. Wie heißt das Beach? Club gedüngt. Voll geil mit dem schönen Wetter. Perfekt. Ja, hinten ist so, gibt's so eine Wassershow irgendwie. Es sind schon so Bühnen, so eine Tribüne aufgebaut. Und Entschuldigung, wenn ich so gucke, ob die Sonne blendet. Ich habe meine Sonnenbrille leider Gottes zu Hause vergessen. Na, egal. Jetzt wollten wir eigentlich zu GeForce. Ja, bin noch mal gespannt. Ob das wirklich so geil ist, wie fast, ja, wie viele halt einfach sagen. Gehen wir auf dieses Sturmschiff. Geil. Mal gucken, wie er ist. Ich hoffe, bin ich auch groß genug dafür, aber ich denke schon. Tina, das kann man langsam hat. Tina! Hi! Warte mal den harten Scheiß, warte mal! Ja, mach du mit deinem Wellenhopser, du! Langweilig. Der Antrieb. Du hast keinen Spaß, du hast geschrien. Ja, ich habe richtig geschrien, weil alle anderen geschrien haben. Ich schreie ich auch mal. Und es war wirklich krass. Also es war langweilig, ja. Langweilig, ne? Ja. Geile Videos, mach weiter so. Also, hast du gehört, Ben? Geile Videos, mach weiter so. Aber immer nicht bei Marina. Nee, nur bei Emmy Pictures. Hä? Ja, mach geile Videos. Wer macht Emmy Pictures? Geile Videos machen. Ja, geile Videos. Wer ist Emmy Pictures? Nicht so hier diese Vivi Bing und so. Wie, wer ist das denn? Ich hab von der schon mal gehört. Ekelhaft. Scheiße. Warum geht's hier? Ich weiß nicht, aber da ist gleich eine Show. Ja, lass uns die Show angucken. Juhu, auf die Show. 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 Wir haben uns ja spontan blick eine Show anzugucken. Worum geht denn hier? Macht das dann schon. Wassershow.
hier halt die ganze Show stattgefunden. Das war, wie gesagt, eine richtig coole Show, weil es sehr lustig war, zum Glück nicht mit Tieren, sondern nur mit Menschen. Es war jetzt 35 Jahre Wassershow. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, war halt auch unheimlich lustig, also auch viel was zum Lachen dabei. Ja, viel Unterhaltung. Ich habe sowas in der Art noch nicht gesehen, deswegen ich war wirklich begeistert, schaut, dass ich einfach noch nicht hier war. Sehr geil. So, wir sind gerade in Vickys Hut, würde ich mal so sagen. Und da geht's rein, geradeaus. Da, wo alle Leute rein wollen, müssen wir jetzt auch rein. Jetzt gehen wir auf Vicky Splash. Voll cool. Da bist du cool. Wenn das schon so teuer ist, dann muss man alles nehmen, was da liegt. Ne? Das ist ein Bratdog. Ja, ein Bratdog. Wir stärken uns jetzt und gehen dann mal weiter gucken. Wie gesagt, ab auf G-Force. Genau, erstmal trocknen. Und bevor noch mehr Leute reinströmen, rein. Tabaluga? Wir wollen ein bisschen Action, oder? Im Park, ja. G-Force war ja zu haben, das müssen wir auf jeden Fall Tabaluga machen. Und wie war's? War nett. Für Kinder super süß, ne? Aber ich muss mal kurz ein paar Kritik ablassen, und zwar so ganz so gut in Schuss sah die Bahn jetzt auch nicht mehr aus. Ich fand es total süß und schön. Ja, es ist süß gewesen, aber die sah halt nicht so gut in Schuss aus, oder? Ja, es gibt schlechtere Bahnen. Drachenzähmen leicht gemacht. Das finde ich auch. Wenigstens konnte ich das mit Tabaluga anfangen. Von früher, aber. Und jetzt gehen wir wohin? Die Griefer-Tower müssen wir noch. Ja, und River Quest. Raftingbahn, genau.
So, wir sind noch im Haus. Ich gehe jetzt zum Freefall Tower, zum Haus Anubis. Yeah! Mal gespannt, wie das mit Haus Anubis steht. Auch im Props an die Panne, aber als kein Freefall Tower, sondern dieser Lounge Coaster ist das. Auf jeden Fall, Haus Anubis wird jetzt gemacht und am Ende, glaube ich, die Raftingbahn. Mal schauen, ob wir noch ins Maya-Land gehen. Das ist halt was für kleine Kinder, aber mal gucken, was wir dann noch reingehen. Genau, sie hat echt Glück gehabt, wir mussten gar nicht lange warten. Und jetzt noch auf zur Raftingbahn, das Beste zum Schluss, würde ich sagen. Ja, ne? Nochmal richtig nass werden. Ja, wir sind gerade trocken geworden. So, wie war die Raftingbahn? Wir waren, ja, gut. Ja, wir sind jetzt nicht so nass geworden, wie wir gedacht hätten. Man kann halt noch von außen so nass gespritzt werden von Leuten, die halt dafür extra Geld zahlen wollen. Das wurde man dadurch irgendwie mehr nass als durch alles andere. Wir sind noch im Shop angekommen. Biene, möchten sich noch was kaufen? Ja, möchte ich, ja. Ja, oder? Ich dachte hier so ein kleiner Mali. Na, ich habe eigentlich gedacht, das wird mir passen. Ja, passt würde sagen, als Bikini kannst du das durchgehen, ne? Ja, super. So, wir werden voll angestrahlt. Das war's auch von dem Wiener hier im Holiday Park. Das ist auf jeden Fall ein gelungener Tag oder so beschissen, wie wir gehört haben, war es doch gar nicht, nee, oder? Ich fand's richtig schön. Ich fand's auch schön. Ja. Hier sind so eine schöne Sonne, die Achterbahn war cool. Also wir haben bis jetzt einen schönen Tag gehabt. Ich würde sagen, wir verabschieden uns von euch und schaut euch wieder, oder? Genau. Tschüss.